von Panoptikum. Ja, ihr könnt ruhig klatschen. Ja, danke schön. So aufregend ist das nun auch nicht, aber jetzt wird es richtig aufregend, nämlich wenn ich jetzt diesen wunderschönen, bestaussehendsten Moderator von Berlin neben mir vorstelle, und zwar David Jonas Frey. Oh. Danke, danke. Und die charmante Dame neben mir ist Katrin Kaspar. Ja, wir haben heute eine wunderbar spannende Sendung. Und zwar haben wir die Band, die uns begleitet, begleitet, Panda de Sol. Genau. Applaus! Genau, eine richtig crazy, richtig wilde Band. Und was wir natürlich auch haben bei einer Talkshow, Gäste natürlich. Genau. Wir haben Sarah-Lisa Volm, die hat gerade einen Film auf Netflix laufen. Richtig. Und wir haben Janis Westphal, der hat einen Film im Petto, und zwar eine Trilogie über alte Männer. Oh, das klingt spannend. Und da kommen wir auch schon zum Thema über uns. Wir reden gerne über uns. Panoptikum ist nämlich die Show aus Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, hier so ein paar Filmleute aus der Branche einzuladen, mit denen so ein bisschen zu schnacken und so ein bisschen intime Informationen ranzukommen. Und was hilft da am besten? Ja, Alkohol. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt diesen sexy Typ hinter mir an der Bar vorstellen. Der ist Yorgos Statis. Abend. Abend. Guten Abend. Hallo. Ja, er sieht nicht nur gut aus, er wird auch einen geilen Charakter-Cocktail machen. Nämlich werden wir uns hier zwei Fotos von unseren beiden Gästen anschauen. Und die werden dann diese Fotos, und wir werden diesen Fotos dann so Eigenschaften zuordnen. Ja, so zwei Eigenschaften zu jedem Foto. Und mit diesen Eigenschaften mixt uns dann der Yorgos, der hier, einen Drink. Wow, da freue ich mich. Und dann müssen dann die Gäste den natürlich erraten. Ja, genau. Ja, das ist natürlich wichtig. Und wir haben noch etwas. Und zwar für unsere Zuschauer hier haben wir Zettel vorbereitet, wo sie Fragen an die Gäste stellen können. Und zwar anonym. Ihr könnt also fragen, irgendwie hot or not oder irgendwas Spannendes, Anonymes. Ihr könnt auch einen Namen draufschreiben. Und das stellen wir dann unseren Gästen, diese Fragen, ja. Genau, das wird sehr aufregend. Aber so aufregend wie das nächste Ding im Programm ist es nämlich nicht. Es geht nämlich um die Fotos. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt das erste Foto anzumoderieren, nämlich mit der Kamera da. Hi, na, wie geht's? Ich möchte jetzt das Foto von unserem ersten Gast, der Sarah-Lisa Volm, ankündigen. Foto Nummer 1. Ja, das ist wirklich sehr charmant, sehr elegant, sehr geheimnisvoll. Es hat so eine Aura. Diese Frau hat eine unglaubliche Power irgendwie, so von innen heraus. Aber ich glaube, ich würde dir einfach die Eigenschaften ich habe ein besseres. Geheimnisvoll geben. Okay, geheimnisvoll. Ich habe ein besseres nämlich. Guckt mal dieses Bild an. Ich finde, das charakterisiert sie noch mehr. Wow. Oh. Ja. Schaffst du sowas? Icke? Ja. Klar. Nee. Also ich finde, das ist feurig und ja, feurig, reicht völlig. Also super. Gut, dann sagen wir mal, nehmen wir mal die beiden Eigenschaften. Feurig und was war meinst du mal? Geheimnisvoll. Hm? Geheimnisvoll. Yorgos, mein Süßer, nimmst du die Challenge an? Natürlich. Immer. Ja, cool, dann kriegen wir einen spannenden Drink gleich für die Sarah-Lisa. Und was machen wir jetzt? Wir holen sie natürlich rein. Und zwar, sie ist unser erster Gast. Eine Premiere für uns alle. Sarah-Lisa Volm. Herzlich Applaus. Willkommen. Hallo. Lange nicht. Mensch, schön, dass du da bist. Schön. Ich bin sehr gespannt. Ja, Sarah-Lisa. Natürlich das Wichtigste zuerst. Der Drink. Der Drink, genau. Der ist auch gleich fertig. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich bin sehr gespannt. Hast du ihn schon kennengelernt? Nein. Das ist Yorgos Statis. Er ist unser Moderator, der auch einen Drink mixen kann. So, meine Liebe. Dankeschön. Hallo. Wie soll er nochmal sein? Was sind die Eigenschaften, die der Drink hat? Das musst soll? Du rausfinden. Auch für euch, meine Liebe. Dankeschön. Ja. Prost zuerst mal. Prost. Wusstet ihr nicht, dass ihr auch trinkt? Ihr seid Hallo? Ja besoffen am Ende der Sendung. Und das geht's doch. So. Ja, Yorgos, was hast du denn da gemacht?
Tja, wir haben ja vorher zwei Bilder von dir gezeigt und diesen Bildern haben wir zwei Eigenschaften zugeordnet. Und du darfst jetzt mal raten, welche zwei Eigenschaften das sein könnten. Salzig? Ja, es geht in die richtige Richtung. Frisch, lustigerweise. Ich finde, ich bin gar nicht frisch, aber der Drink ist es. Also ich finde sie schon ein bisschen frisch, muss ich sagen. Na, nicht bei der Hitze. Ich helfe dir mal auf die Sprünge. Und zwar der erste, feurig. Das ist natürlich ein Margarita hier, mexikanisch. Das passt natürlich auch zu dem Bild, das wir jetzt hier hinter uns sehen. Und das zweite, geheimnisvoll. Denn das sehen wir ja schon an deiner Pose. Oh, geheimnisvoll finde ich gut. Das passt auch zum Drink. Bei feurig hätte ich wahrscheinlich was Scharfes erwartet. Ja, salzig geht in die Richtung. Man muss ja auch beides kombinieren. Also ich finde, der passt ganz gut zu mir. Das ist auf jeden Fall. Tja, da sind wir schon mal den richtigen Weg gegangen. Dankeschön. Ja, du beschäftigst dich ja generell viel mit dem Thema Ernährung auch, habe ich auf deinem Instagram gesehen. Ich beschäftige mich viel mit Essen. Mit Essen, ja, das tun wir alle. Ich habe gesehen, dass du auch ab und zu vegan isst und das ist ja zurzeit auch ein großes Thema, vor allem hier in Berlin. Ja, und da habe ich gesehen, dass du so eine Art Selbstversuch gestartet hast oder irgendwie versucht hast, ein paar Tage vegan zu essen. Und wie kamst du darauf? Einen Monat sogar. Einen ganzen Monat. Anfang des Jahres. Meine Mutter ist ein veganer Rohkostguru. Okay. Die es nicht auslässt, mir bei jeder Gelegenheit zu erklären, dass das die Lösung für alle meine Probleme wäre. Also du rufst meine Mutter an, sagst, ich habe das und das Problem. Dann sagt sie, ja, du isst falsch. Also so, mein Knie tut weh, egal was. Du isst falsch, selber schuld. Und dementsprechend ist das quasi mir schon so vorgegeben. Und da gibt es natürlich noch so ein paar andere Gründe, wie, ja, die man so kennt, Klima, Tiere und so weiter. Und dann macht das irgendwie Sinn. Ich habe so das Gefühl, es schleicht sich ja immer gerne so ein bisschen ein, das nicht zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Monat. Und seitdem haben sich viele Dinge verändert, die ganze Familie. Wow, die haben alle mitgezogen. Genau, die haben alle mitgemacht. Und das Fazit also nach dem so Monat? Also so zu Hause, ne? Die Kinder können dann in der Schule schon essen, was sie wollen. Ja. Das Fazit nach dem Monat war wieder vegan, oder? Ich habe total schlimm Butter vermisst. Ich dachte, ich würde Käse mehr vermissen. Aber ich habe richtig schlimm Butter vermisst. Das war doof, aber Fazit war auf jeden Fall, man kann noch viel, viel mehr Dinge ersetzen, wo man es gar nicht merkt. Das war ganz Und spannend. Hast du dich danach besser gefühlt? Nee. Okay. Okay, aber wir sind ja auch eine Filmshow und nicht nur eine Drink- und Ernährungsshow. Und wir haben hier einen Filmausschnitt von dir vorbereitet, von deinem Film Fickefuchs. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja. Bitte. Ich mag junge Frauen, ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Reh, stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgedehnte Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Hallo Leute, ich bin in der Klappe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert als Mensch und wir wollen, dass man sich für uns interessiert als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat Ihnen denn gegen die Schüssel getreten? Ja, und Tom? Ich bin Sohn. Ich habe keinen Sohn. Thorsten. Ich heiße Tom. Ja. Fickefuchs. Also ich habe ihn mir natürlich angesehen. Läuft auch gerade. Ja, es ist sehr heiß gerade. Es ist sehr heiß. ja, ich habe ihn natürlich angeguckt. Auf Netflix läuft er und glaube ich auch im TV bald, oder? Ja, auf Tele 5. Die strahlen sogar zweimal aus. Im Herbst. Ich weiß gerade nicht genau wann. Ich weiß nicht, ob die schon wissen wann, aber wahrscheinlich schon im Herbst, irgendwie Oktober oder so. Aber genau, jeder hat ja irgendwie Netflix einen Account oder klaut sich 10. Und ja, was besonders ist an diesem Film natürlich, die Presse hat ihn irgendwie so gefeiert irgendwie. Ja, so teils, teils. Also es ist wirklich so ein, aber ich meine, wenn du so einen Film machst, dann willst du ja auch nicht, dass ihn alle gut finden und sagen, der ist okay, sondern es war irgendwie uns auch wichtig oder es ist ein kontroverses Thema. Es war wichtig, dass er kontrovers aufgefasst wird und es gab wirklich so einen Pressestreit auch. Also es war so, dass die Süddeutsche den Film total gefeiert hat und ihn ganz oft auch besprochen hat, schon zum Filmfest. Und dann gab es so bei der Zeit
Stimmen, die so total dagegen waren und ihn ganz fürchterlich fanden. Und ich glaube, das ist ja auch immer gut, oder ich mag das gerne, wenn durch einen Film irgendwie eine Debatte entsteht und eine Diskussion und Leute sich irgendwie streiten können und man dann auch im Thema vielleicht ein bisschen weiterkommt. Ja, ich fand also super diese Kritik, die einen haben. Also ich höre selten so gute Kritiken, wo die sagen, es sei manchmal richtig unangenehm, den Film zu gucken, aber trotzdem sei er einer der besten Filme und mutigsten Filme. Und ich finde, das zeigt irgendwie, also dass die Leute den auch verstehen, viele. Weil sonst bei Kritiken, viele sagen irgendwas, so ist ihr Job. Aber ich finde, mit deinem Film haben sie sich auseinandergesetzt, so mal richtig. Ja, das war so ein bisschen das Gefühl, das wir dann auch hatten. Man musste sich so ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Das Ganze, ja, wir wollen da nichts drüber machen und wir wollen auch nichts dazu schreiben. Und dann kam dann 2 Wochen später dann doch noch der Artikel so ungefähr, weil es halt war, weil es so überall war. Das ist natürlich dann immer schön, wenn man so drüber reden muss. Ja, das ist total spannend, dass du ja diesen Film produziert hast, selbst wie man gesehen hat, auch mitgespielt hast. Und dieser Film behandelt ja auch das Thema Feminismus, nicht wahr? Und über dich habe ich gelesen, dass du auch eine Feministin bist. Und ich frage mich, hat das was, ich meine, die MeToo-Debatte kam ja jetzt auch vor einem Jahr. Und hat das was mit dem Film zu tun, mit der Arbeit von Fickefuchs? Hast du da irgendwie eine Connection gehabt? Und Feminismus hat sich daraus entwickelt? Oder? Nee, ich bin schon überzeugte Feministin so von Grund auf. Also jetzt so die, ich habe nicht die Geschichten von vielen, vielen anderen Frauen gebraucht, um zu sehen, was im Gesamtsystem falsch läuft. So, ich glaube, da kommen viele Frauen oder auch ich mit genug Geschichten selber in Berührung. Und gerade natürlich auch, wenn man Filme macht. Also gerade je höher die Budgets sind, umso weniger Frauen gibt es, die Regie führen, umso weniger Frauen gibt es, die produzieren. Das ist einfach ein ganz großes Thema, die Vereinbarkeit. Ne? Kinder haben und gleichzeitig irgendwie Filme machen, ist kaum gegeben. Also ja, so ein apropos, du hast 4 Kinder, ja? Und jetzt hast du gerade so viele Themen. Du bist Schauspielerin, Produzentin, hast 4 Kinder. Sarah Lisa Vollmer hat auch ein Buch geschrieben. Jetzt gerade Regie geführt, glaube ich, ne? Ja, bei einem Musikvideo für den ganz zauberhaften Daniel Zillmann, Freund von mir, und Lucy van Ork. Die haben zusammen King Mami gebildet und wir haben ein ganz glitzeriges Video gedreht. Wir haben mit so viel Glitzer gearbeitet. Ich glaube, das Ganze, wir haben in deren Innenhof gedreht und auch auf das ganze Haus wird nie wieder frei sein von Glitzer. Es ist einfach überall, vom Gulli bis zum Dach, haben wir alles eingeglitzert. Das klingt spannend. Ja, cool. Ach so, warte mal. Hm? Hast du nicht so einen neuen Instagram-Account gemacht? Ja, tatsächlich. Hm? Ja? Ja, in Bezug auf all die Fehler, die man so macht beim Filmemachen. Und beim Fickefuchs gab es ja auch ein paar, so wie mein wunderbares Schielen, das ich immer habe, wenn ich zu wenig schlafe. Und all diese Dinge finden sich auf diesem Account, der heißt 365 Imperfections. Und ich poste wirklich jeden Tag irgendwas, was schief geht. Und wenn du jetzt sowas über mich erzählst, dann denkt man immer so, oh, das läuft ja alles so toll. Und dann hat sie diese 4 Kinder und dann dreht sie. Und aber eigentlich läuft den ganzen Tag alles schief. Also eigentlich hat man ja immer, also keine Ahnung, auf eine Förderzusage, die man auf Instagram postet, kommen halt 15 Absagen. Auf einmal irgendwie den Film toll geschnitten, kommt 2-mal, wir haben Daten verloren, die Kamera ist kaputt gegangen, bla bla bla. Und deshalb dachte ich irgendwann, okay, ich brauche mal so einen ehrlichen Account. Auf 5 vegane Gerichte kommt dann immer ein Cheeseburger. Und genau, das ist alles da versammelt. Wow, also unbedingt auch mal anklicken, den Instagram-Account. War das dieses Bild, was du gepostet hast, wo ein Eis irgendwie runtergefallen ist? War das das? Das kann gut sein, okay. Aber ist ein Eis runtergefallen? Weil Sarah Lisa Vollm hat ein sehr lustiges Posting gemacht und ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie Eis vom Boden irgendwie. Ich habe Eis vom Boden gegessen. Vielleicht wurde auch gehackt, der Account. Ich weiß es nicht. Oder ich war auf dem Falschen. Ich weiß aber es passt auch irgendwie zu mir. Ja. Ich würde sofort, wenn Eis runterfällt, es essen. Trotzdem essen. Ja, finde ich auch eine Regel natürlich. Absolut. Vor allem bei diesen Temperaturen. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, das war echt spannend. Hast du noch was auf dem Herzen, Schatzi? Nee? Kann man den Drink weiterempfehlen? Den Drink. Absolut. Ich habe auf dem Herzen, dass am Ende der Show der Drink leer ist. Auf jeden Fall. Ja, das freut mich. Der passt gut. Also wir hoffen, wir kriegen noch viele Drinks und ja, wir aber holen, jetzt mal unsere... holen wir mal unseren nächsten Gast, wa? Mhm. Ich danke dir, Sarah Lisa, Entschuldigung. Applaus nochmal für Sarah Lisa. Dankeschön. Ja.
Sarah-Lisa wird noch ein bisschen bleiben, genau. Zum Glück. Es gibt ja noch ein bisschen ein paar weitere Punkte der Show, aber jetzt geht's wieder los mit dem nächsten Punkt, auf ja, den genau. Ich mich freue. Ja, genau, und zwar die Bilder. Richtig. Genau. Und jetzt freut mich ganz besonders, wieder das Bild Nummer 1 anzumoderieren, nämlich das Bild von Jannis Westphal. Und bitte. Oh ja, der sieht wirklich smart aus. Er hat irgendwas von Justin Timberlake, finde ich. Irgendwie sieht er echt süß aus. Aber süß ist so eine blöde Eigenschaft. Ich meine, wer will schon gerne süß sein? Also ich wollte noch nie süß. Doch, ich wollte auch mal süß sein. Aber gut. Okay, bevor du jetzt noch weiter redest. Aber ich muss dir eigentlich sagen, warte mal, klassisch. Klassisch. Ja, klassisch. Kommt immer gut an. Ja. Ich nehme Bild 2. Ich glaube, das ist besser. Also ich finde, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das ist sexy. Ja, nicht nur wegen den beiden Schauspielern. Ja, die sind auch sehr sexy. Richtig. Wir haben hier ein Bild, ich würde sagen, rustikal. Ich nenne es rustikal. Findest du, ja? Ja. Rustikal, ja gut, rustikal, klassisch, hört sich ganz gut an. Jorgos, mein Süßer? Ja. Rustikal, klassisch, nimmst du diese Challenge an? Klar. Na klar, geil, so will ich das. Ich bin schon dabei. Läuft bei ihm. Ich bin schnell. Ja, bist du schnell? Ja, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen, Jannis Westphal. Mensch, schön, dass du da bist. Oh, schön. Geile Mart, setz dich doch. Also, sag jetzt mal. Lange nicht gesehen. Grüß dich, mein Lieber. Alles gut. Mensch, ist das aufregend. Ja, jetzt muss der Drink wieder durch. Ja, auch für dich haben wir natürlich einen Drink kreiert. Sieht ein bisschen anders aus wie hier auf der linken Seite, aber auch du darfst mal probieren. Natürlich auch anstoßen. Danke. Ein Eistee hoffe ich, ich trinke ja nicht. Genau, ist ein leckerer Eistee. Natürlich. Prost. Cheers, mein Süßer. Prost. Nicht überkreuzt natürlich. Was trinkt ihr eigentlich? Das ist ein Geheimrezept des Hauses. Also, meins schmeckt wie Cola, ist aber Ramazzotti. Ah. Ja. So. Soll ich jetzt erraten, was es ist? Genau, schauen wir mal. Ja, irgendwas mit Whisky? Schon mal, ist schon mal richtig. Gute Eigenschaft, Whisky? Genau. Da ist eine Orangenscheibe drin. Und ja, ansonsten, ich glaube, ich kenne mich da halt leider nicht so gut aus. Okay, nur deine Eigenschaften, welche, wenn du dein Tinder-Profil machst oder so. Ja, die ist spritzig, würde ich sagen. Was? Süß, habe ich doch gesagt. Aber es du, ist also nicht, du würdest, du würdest dich auch selbst als süß sozusagen einschätzen. Naja, aber eher dann so, nee, ich esse ja nicht mehr gern Süßigkeiten, auch das würde ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Also das ist der Cocktail Old Fashioned. Ein wirklicher Klassiker. Und eher so ein bisschen abgehangen und... Ja, nicht abgehangen, klassisch. Klassisch ist das Adjektiv, eines der Adjektive, die wir für dich uns ausgesucht haben. Uhlala. Und natürlich auch rustikal. Du kommst ja aus dem Norden und ich glaube, das passt ganz gut zu dir. Oh, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, als ich aus dem Norden komme, ne? Ich komme aus Thüringen. Aus Thüringen, okay. Aber, ne, ich komm also wenn man von ganz vom Süden Berlin kommt... Ist ja, von Berlin ist ja fast der Norden. Ne? Wir kommen ja aus dem Süden, also aus Bayern und aus der Schweiz. Da ist ja, Süddeutschland. Ja, ich bin auch aus Süddeutschland. Da habe ich sofort gehört. Ja, lecker, danke. Freut mich. Was waren jetzt die Eigenschaften? Naja, klassisch und rustikal. Hat er schon gesagt? Ich habe es ihm gesagt, weil er dachte ja süß. Ja, genau. Ist er aber auch, muss man natürlich auch dazu sagen. Also die dritte Eigenschaft wäre süß gewesen. Oh, danke. ja, um aber mal wieder auf das Thema Film und Kunst zurückzukommen, worum es hier auch bei Panoptikum geht. Du hast ja eher mit Fotografie angefangen und bist dann über Regie auch zur Produktion gekommen und bist jetzt mit involviert in der Produktionsfirma. Wie kam es dazu? Also wieso hast du dich entschieden, auch diesen Schritt in das wirtschaftliche, sag ich mal, Feld der Filmbranche zu wagen. Weil eigentlich ist ja, sag ich mal, die Seele des Künstlers will ja immer so weit weg wie möglich von den wirtschaftlichen und langweiligen Aspekten bleiben. Ja, na, ich meine, so wirtschaftlich ist es nicht, dann hätte ich ein bisschen mehr Geld zu Hause. und Produktion liegt mir ja auch nicht gar nicht so gut. Ich schaffe es ja nicht mal, meine Steuererklärung vernünftig zu machen. Aber ja, war ein bisschen notgedrungen. Also am Anfang. Ich habe angefangen, in einer Fernsehproduktionsfirma zu arbeiten, da in der Redaktion und habe mich dann selbstständig gemacht. Und da waren die Aufträge am Anfang halt so klein, dass ich eigentlich nur Geld verdient habe, wenn ich es auch selbst produziert habe. So diese eigenen Sachen, die mir auch mehr Spaß gemacht haben. Klar, mal als Redakteur hier und da, aber das kam immer noch dazu. Und ja, über den Weg hat man sich dann so Learning by Doing
ein bisschen was angeeignet und ja, hatten halt jetzt einen Film in der Filmförderung, einen Kurzfilm und einen neuen Kurzfilm in der Filmförderung, was halt Teil dieser Trilogie ist. Mhm. Und ja, aber ich will da auch wieder raus. Also Sebastian Björn rettet mich irgendwann. Produktion raus ist aus der Produktion. Oder? Ja, oh Gott. Ich weiß nicht, wie du das machst noch. Ich bin jetzt ja schon überfordert. Aber ich gehöre auch zum schwachen Geschlecht. Oh ja, der hat was gelernt, ne? Gute Arbeit. Also aus der Not heraus sozusagen, aber der Weg zurück ist eigentlich schon vorprogrammiert. Ja, im Idealfall schon. Also ich schreibe auch die Bücher teilweise selbst und jetzt für den letzten, das war halt ein Kurzfilm, der war 30 Minuten lang. Und warte mal, da haben wir doch was. Zu dem Kurzfilm. Ja. Ist doch Boltzmann, oder? Genau. Da haben wir auch einen Ausschnitt und ich würde sagen, den zeigen wir jetzt einfach mal. Yeah. Einmal in Berlin, ganz Deutschland wartet auf das Emmy Tor. Götze trifft und es gibt kein Halten mehr. Ja, Janis, Gratulation und zwar etwas. Danke. Du sagst ja, du machst nicht so gerne Produktion, aber du hast ja schon den zweiten Film jetzt gefördert bekommen, nämlich von Schleswig-Holstein, oder? Und vorher war es Berlin-Brandenburg, der da. Also bist du nicht so schlecht im Fördern. Und es ist eine Trilogie über alte Männer, so viel ich weiß. Und jetzt in Schleswig-Holstein machst du einen Film mit Fischkutter und alten Männern, die aufs Meer gucken, der alte Mann und das Meer. Ja, wie kommt's? Welche Komplexe werden verarbeitet oder wie ist das? Ja, dauerhaft, ständig. Ne? Dafür machen wir ja alle Filme, für die Komplexaufarbeitung. Also es war eigentlich so ein bisschen, eigentlich auch nicht als Trilogie geplant, aber der Film, den ich jetzt produziere, Ebbe und Flut, wo ich mitproduziere, da geht es um zwei alte Fischer auf der Hallig-Hoge mitten halt im nordfriesischen Meer und das Leben ist genauso geprägt vom Alltag wie die Ebbe und Flut. Und ja, dann stirbt von dem einen die Frau und das wirft die dann halt so in eine tiefe Krise und sein Freund probiert ihn quasi irgendwie zu helfen, aber kommt nicht zu ihm durch und dann fasst er einen Plan, den ich aber noch nicht verraten möchte. Also was ganz, 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 ganz anderes, also sehr ruhig, atmosphärisch, große Bilder, aber es geht halt auch da um halt ins Alter gekommene Männer, die halt über ein äußeres Ereignis halt irgendwie aus ihren festen Gleisen von Männlichkeitsbild irgendwie geworfen werden und das dann überdenken müssen und dann eigentlich daran gewinnen. Sarah Lisa, kommt dir das bekannt vor? Das klingt ein bisschen nach Fickefuchs. Ja, wir haben ja einen jungen und einen alten Mann, die versuchen nochmal jung zu sein quasi und stark zu sein. Insofern glaube ich, ist es schon echt anders. Ich stelle mir das gerade so vor wie meine Großväter, wenn die Omas nicht da sind und die dann so selber sich ein Spiegelei machen müssen oder den Kaffee kochen. So. Ne, wenn dann so die Frau stirbt, ist dann ganz oft in der Generation irgendwie die Fähigkeit zum selber essen. Da spielt dann noch ein bisschen mehr mit. Aber das werden wir hoffentlich bald sehen. Wann ist es denn soweit? Also den Film erst noch gar nicht. Dadurch, dass es ja, also die Produktion läuft auf Kurzfilmbasis, aber die Trilogie soll ein Langfilm werden. Das heißt aber, dass diese Produktionszyklen unglaublich lang sind. Und den Boltzmann, der ist jetzt fertig, fast. Also der geht. Cool. Und der Ebbe und Flut, den drehen wir erst im Oktober. Er wird erst nächstes Jahr fertig.
Und dann der nächste, das ist dann, der heißt, Lausitz Limbo. Halt auch über einen, auch in die, ne, bisschen so mit 60er, im Braunkohletagebau arbeitet, dann rausgeschmissen wird wegen der Energiewende und sich dann halt in der Oberlausitz beim Arbeitsamt melden muss und halt nicht mehr so gut vermittelbar ist. Wow. Und dann geht es halt auch so ein bisschen dieses Zueinander mit dem sehr fiesen Sachbearbeiter. Und das klingt auf jeden Fall alles klassisch und rustikal, muss ich ja sagen. Ja, ach so, noch mehr. Ja, also sowohl auf dem Fischkutter als auch in der Lausitz. Ja, ja. Aber sag mal, du hast, du kommst hier von der Filmarche, ne? Mhm. Also man kennt ja so die FFB oder die HFF auch so ganz gut, aber ich finde es irgendwie cool, dass du von der Filmarche. Kannst du ein bisschen was von der Filmarche erzählen? Das ist ja auch eine Uni, die sich irgendwie selbst so organisiert oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, die ist mal irgendwann entstanden als so Zwischenmodell zwischen den staatlichen Schulen wie HFF, DFFB und privaten Schulen, wo man halt einen Haufen Geld bezahlt und dann kriegt man irgendwas. Und das ist komplett selbst organisiert. Das heißt, alle, die da studieren, die bewerben sich auch ganz normal, aber werden gleichzeitig Mitglieder in einem Verein und kümmern sich auch um die Struktur der Schule, organisieren die Schule und organisieren sich auch den Unterricht in den Klassen. Also man hat ein Budget und lädt sich Dozenten ein, aber das Budget ist auch nicht so groß und man unterrichtet sich auch ein bisschen gegenseitig selbst. Hört sich erstmal ein bisschen schwierig an, aber hat dann doch überraschend gut funktioniert. Also ich habe da Dokumentarfilmregie und fiktionale Regie studiert. Sag mal, hast du nicht einen Dokumentarfilm auch gemacht? Ja, zusammen mit Lena Fichter. 90 Minuten, aber der ist auch noch nicht fertig. Der ist auch gerade in der Fertigstellung. Mhm. Und da geht es um eine Frau im Rollstuhl hier in Pankow. Und die ist Teil von so einem ein Projekt, was in Berlin, also es gibt es in vielen großen Städten, wo die nicht ins betreute Wohnen oder ins Heim müssen, sondern die können zu Hause wohnen und kriegen halt Geld, um sich die Hilfe selbst zu organisieren. Und wir folgen halt einer neuen Assistentin, die da anfängt. Und da geht es halt ganz viel um Nähe und Distanz. Also. Und wann ist der wo zu sehen? Ja, na, der hier kann, ne? Nächstes Jahr. Cool, hört sich doch gut an, oder? Hier, es hört sich so nach einem Berlinale-Dokumentarfilm an, ganz ehrlich. Ja. Ja, wir wollten jetzt eigentlich zur Doc Leipzig einreichen, aber das haben wir jetzt nicht ganz geschafft. Aber nächstes Jahr. Ist halt immer so. Ich weiß nicht, wie lange habt ihr geschnitten bei euch? Wie lange ging die Postproduktion? 2 Jahre. 2 Jahre. Das war aber auch vorher so angesagt. Also es ist ja auch immer die Frage, wie arbeitet die Regie? Und das war hier schon klar. Wir haben zum Beispiel nach einem Jahr auch nochmal nachgedreht, was aber von Anfang an so geplant war. Also wir waren jetzt nicht irgendwie geschockt davon, sondern es war so intendiert. Ist auch ein Improfilm, oder wie? Nein, das ist das Spannende. So viele Leute denken, dass Fickefuchs improvisiert wird, aber das stimmt gar nicht. Gerade die Szenen, die am meisten improvisiert werden, sind 136 Seiten Drehbuch. Und es ist einfach die Art der Inszenierung und die Art der Schauspielführung bei Jan-Henrik Stahlberg, die macht, dass es improvisiert wirkt, dass es echt wirkt. Aber bis auf die kleinen Kamera-Details quasi, wo Franz Rogowski selber mit dem Handy Sachen filmt, ist eigentlich alles geskriptet, komplett. Also das ist teilweise wirklich krass. Jeder Satz genauso wie geschrieben. Apropos, nicht so gar nicht. Tolle Schauspieler einfach. Ja, gute Schauspielerarbeit. Ja, vor allem die Psychologin, die da mit in der Runde saß, die war sehr gut. Die so schielt, ne? Die so auf Knopfdruck schielen kann. Warst du eigentlich auch so hart zu dir wie bei deinem ersten Film, bei deinem Schauspieler? Und zwar nämlich in ihrem ersten Film hat sie nämlich ihren Schauspieler in ein Bad voller Maden gesetzt. Also erstens war das der Regisseur. Ich habe das nur produziert. Der Regisseur wollte das. Der großartige Golo Euler sollte in einem Madenbecken von Maden quasi überlaufen werden. Was super war, das hat er auch ganz toll gemacht. Nur niemand kam beim ersten Projekt darauf, dass man ihm vielleicht mal die Ohren irgendwie mit Wachs oder irgendwas ziehen soll. Auf jeden Fall hatte er dann eine Made im Ohr. Oh Gott. Und dann war irgendwie Regie und Golo waren dann zusammen im Krankenhaus und dann kam irgendwann die Made raus und dabei gingen noch ein paar Sachen kaputt. Aber schlussendlich hat es das tatsächlich in den Film geschafft. Also im Film gibt es eine Szene, wo Golo sich so am Ohr zieht und dann die Made rausfällt. Und es hat also quasi noch das Projekt inspiriert und ein gutes Ende gehabt. Und er hat danach auch wieder mit uns gedreht. Glücklicherweise, ich dachte, der kommt nie wieder, aber der hat danach nochmal andere Sachen mit uns gedreht. Voller Einsatz. Wie oft musst du dir dann die Made nachdrehen, damit man den auch genau aus allen Winkeln hat? Ja, da war das dann natürlich ganz eben, die noch fallen. Hast du eigentlich Impro in deinen Filmen drin, wenn du mit Schauspielern arbeitest, oder schreibst du auch alles? Nee, also den Boltzmann habe ich selbst geschrieben, Ebbe und Flut, den nächsten, den hat ein Freund von mir geschrieben, Alexander Rogge. Aber ich bin da eigentlich, also da von der Regiearbeit relativ klassisch. Und ich sitze dann halt auch wirklich... Klassisch?
Ja, Wahnsinn. Mensch. Nee, über jede Zeile sitze ich dann eine Woche und gucke. Aber klar, am Set passiert halt was und man ändert das dann am Set, aber halt nicht in klassischer Improarbeit, sondern wie sich es ergibt. In klassischer Änderung. Also man schreibt quasi ein bisschen live mit, aber nicht, also wenig Impro. Ja, geil, ey. Wir haben ja auch von ihm ein Foto gesehen von Boltzmann mit deinen Schauspielerkollegen. Die sind ja auch nicht ganz ohne. Ja, wie ist es so mit denen? Also du hast ja ein richtig toughes Team dir dazu getan. Oh, also ja. Milton Welch und richtig. Timo Jakobs auf dem Foto noch. Mhm. Ne? Richtig, also richtige Hau drauf, Jungs eigentlich. Timo richtig? Jakobs hat mich ja mal entdeckt tatsächlich. Ach, ja? Ja, vor 13 Jahren. Ja, wie hat er das gemacht? Wir haben einfach zusammen was gedreht und der hat mich aber eigentlich zu Lemke gebracht. Ach wirklich? Genau. Ach cool. Da schließt sich der Kreis. Ich kenne ihn auch, er mit ihm studiert. Ja. Lustig, der Timo geht durch alle Kreise. Ja. Mensch, eine Zigarette, ne? Ja. Ja, erzähl mal. Ja. Erzähl doch mal. Wir haben halt Filmförderung bekommen, aber auch nicht so viel. Und das ist ein Kammerspiel, das spielt in einer Neuköllner Bar, dem Sandmann, ganz traditionelles Haus, aber halt ein traditionelles Haus in Neukölln heißt, dass da halt seit 40 Jahren nicht saniert wurde. Aber es hat halt was, ist total schön. Und wir konnten aber nur tagsüber drehen, weil abends die Bar wieder aufgemacht hat. Das heißt, sie haben jeden Morgen um 5 angefangen, haben alles abgedunkelt, das Licht aufgebaut, Ausstellung angebaut, miteinander gedreht und mussten dann Punkt 7 wieder raus sein. Mhm. Und halt in diesem Setting auch so ähnliche Temperaturen wie heute, 35 Grad da drin, 7 Schauspieler und 20 Komparsen. Und halt, also, ne, also dann deswegen halt auch gerade so die älteren Herren, also älter, mal ein bisschen relativ, die waren dann doch ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Und also, man hat sich dann ein bisschen gerieben, so die ersten Tage, aber eigentlich, also alles gut funktioniert. Aber ich glaube, da kam auch die Inspiration dann für die Trilogie. Ja, Mann, das ist ja schon. Also ich habe Milton Welch letztens kennengelernt bei dieser Party Come Closer. Wart ihr da auch zufällig? Nee? Keine Zeit nicht für sowas. Mal, was das ist. Come Closer, das ist so eine Party, die. So eine, hast du von Come Closer gehört? Ja, warst du auch da? Nee. Da waren sehr, sehr viele Leute da, deswegen kann ich mich nicht an jedes einzelne Gesicht mehr erinnern. Aber Milton Welch hat auch aufgelegt und hat er bei euch auch aufgelegt? Also ja, bei der Abschlussparty dann am Ende, aber auch nicht so lang, weil die war sehr feuchtfröhlich. Ja. Wenn man halt in einer Bar dreht, dann ist dann halt der Übergang zur Party fließend. Und es gab dann kein, danke. Bitte. Es gab dann auch halt gar kein Abendessen mehr, und wir hatten einen Sponsor, wir wurden von Wurzelpeter gesponsert und dann, naja. Wurzelpeter? Also, ja, ja. Das ist Schnaps. Ein Alkohol, ja. So ein Jägermeister ja? für. Ja, muss ja Wurzelpeter sein, ja. Ich weiß nicht. Und ihr habt doch noch Berliner Luft, wurde den ich auch noch gesponsert. Nee. Ach. Nee, das habt ihr einfach so gekauft. Man soll ja nicht mixen. Ne? Das war beim Fickefuchs. Ah, ihr wurdet von Berliner Luft. Ah, auch wieder was. Jetzt treffen wir uns hier an der Bar. Da haben uns ja die richtigen Gäste an die Bar gesetzt. Das ist also ihr könnt ihr euch auch nur angucken, was ihr als nächstes nehmen wollt. Die Anfragen, also absolut Wodka und so weiter. Kann man gut drehen damit. Ja, zum nächsten Punkt. Ja. Genau, wir machen einfach mal weiter, weil ihr seid ja noch nicht ganz fertig. Es kommen jetzt noch Publikumsfragen. Aha. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt so für eine Publikumsfrage kommt. Wir werden auf jeden Fall mindestens 3 vorlesen, je nachdem, wie lange die Antworten ausfallen pro Gast. Und jetzt aber nochmal Applaus für unsere wunderbare Band. Richtig, die Band wird jetzt zuerst spielen und wir sammeln die Fragen ein und richtig. Stellen sie gleich. A Banda do Sol. Tanzen müssen, ist alles okay. Wir müssen tanzen, ja.
gar nicht erst wissen. Und es ist eine ganz besondere Band. Ich habe sie gerade gesehen am Karneval der Kulturen, war sehr, sehr gut. Und sie haben eine Überraschung für uns, und zwar, es kommt ein Album. Habe ich recht? Ja, das stimmt. Also wir sind eine international besetzte Band. Manche von uns kommen aus Deutschland, dann aus Brasilien, Frankreich, Portugal, Kuba, sind alles dabei. Und das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir Samba-Musik lieben, und wir sind super, super glücklich, dass unser erstes Album jetzt rauskommt, diesen Sommer, sehr bald. So folgt uns bitte auf Facebook, Abfinder des Soul, und dort findet ihr alle Infos über unser Album-Release-Party, aber auch kommende Events, wie ihr uns kontaktiert. Wir seid alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auch. Und ich habe gesehen, du hast schon getanzt, Salsa, ja, auch mit Yorgos. Er bringt es mir noch bei, ich kann es Wir haben nachher auch Zeit, ein bisschen zu tanzen, ein bisschen spielen. Ja. Das machen wir noch. Aber zuerst haben wir unsere Fragen hier. Wir haben sehr viele Fragen bekommen. Bist du okay? Ja, ich bin echt begeistert. Okay, die erste Frage geht an Janis Westphal. Und zwar ist die Frage, wie kann man so einen Film wie Boltzmann finanzieren? Was kostet das? Ja, wir haben, wie gesagt, also es ist nur ein Halbstündler, der geht noch irgendwie. Wir haben Filmförderung bekommen, 15.000. Und haben noch ein Crowdfunding gemacht. Und halt das Ganze, also selbst das reicht dann aber nur für Technik, für Equipment-Ausstattung, für ein bisschen Postproduktion. Dann so das Team, das großartige Team, hat dann zum großen Teil dann noch kostenlos gearbeitet. Und da ist dann eigentlich, glaube ich, das ist so der Zauberschlüssel zu jedem Art von Independent-Produktion. Die kostenlose Arbeit anderer. Ging es dir da anders? Vor allem die eigene. Ja, ja, ach gut, aber das sehe ich gar nicht mehr. Wow, Wahnsinn. Ja, ich habe hier eine Frage, die passt dazu. Und zwar, was treibt beide Filmemacher an, um Filme zu machen im Innersten? So ein bisschen nach Faust Goethe klingt das. Der Druck ist jetzt sehr gering. Ich glaube, dass man das gar nicht so definieren kann. Voll wenig Antwort, aber das ist, ich glaube, es ist eine Frage des Bedürfnisses nach künstlerischem Ausdruck. Also es ist wie wenn man einen Musiker fragt, warum er Musik macht, oder einen Autor, warum er schreibt. Es ist irgendwie bei mir ein ganz großes Bedürfnis nach Kommunikation. Kommunikation über Themen und Kommunikation irgendwie, aber in Form eines künstlerischen Ausdrucks, um das eben nicht, weiß ich nicht, auf politischer Ebene auszufechten, sondern irgendwie künstlerisch zu machen. Und ihr habt ja auch beide eine eigene Sprache. Bei dir ist es so Erotik meistens, oder wie würdest du es? Also ich habe alle deine Filme so gesehen und meistens ist sowas drin. Echt? Ja, wie würdest du denn das sagen? Nein? Findest du denn den Schickefuchs erotisch? Naja, das also ist anders. Ich bin in echt hart, oder? Aber das Thema, es dreht sich um Sex und so, oder? Also die Szene, wo der eine den anderen ankotzt, den fand ich schon sehr erotisch. Genau. Aber dieses Thema kommt immer wieder im Film. Es kommt auf jeden Fall immer wieder. Richtig. Es geht, glaube ich, meistens um Themen, die auch eine Relevanz haben. Also die Verwandlung, unser erster Film ist ja ein Film, der sich ganz viel mit eigentlich aktuell Arbeit, Kapitalismus, wie kommt jemand darin klar, ne, was sich so von Kafka bis heute durchzieht und so auseinandersetzt. Also ich glaube, was wir eigentlich immer gerne machen, ist irgendwie Dinge, die nicht behandelt werden. Sachen, die kein Augenmerk finden. Ob das weibliche Künstlerinnen sind oder oder alte Männer. Alte Männer. Ja. Genau. Ja, ich habe hier auch noch eine Frage an Janis, und die passt auch ganz gut in der Bar. Hier steht, ich habe mal gehört, dass Männer ihre Probleme am Kick erklären. Was ist da dran? Ja, also in dem Film ist das Thema. Nee, ich glaube halt, was in den Filmen und allen Filmen ein bisschen, zumindest in Boltzmann das Thema ist, dass
halt es geht um so einen abgehalfterten Ex-Lokalfußballstar, der war früher mal eine Nummer in Neukölln, hat Tasmania Berlin in den Klassenaufstieg gekickt und mittlerweile ist er halt in der Eckkneipe, die schon ein bisschen gentrifiziert ist und kommt nirgendwo mehr an. Und er will dann halt neue Anerkennung gewinnen, indem er ein Kickerturnier gewinnen will. Und hat aber halt ganz, ganz eigene Probleme und wird von Visionen seines früheren Ichs verfolgt. Und das, da ist es halt schon Thema, ne? Also, aber Kickern ist da, glaube ich, nicht so wichtig, sondern einfach halt dieses Männlichkeitsbild, ich muss irgendwie was schaffen, ich muss gewinnen, um wer zu sein. Ja, aber ich meine, Kickern, klingt, ne? Klingt auch nicht so, als würde er da seine Probleme klären am Kickern. Nee, das sieht dann auch nicht so aus. Aber, ja. Ich habe zuerst eine Frage, und zwar wegen Kickern gleich. Ich habe hier nochmal Kickern, das scheint die Leute irgendwie zu interessieren. Und zwar, die Frage ist ein bisschen, ja, hört sie euch an. Kannst du kickern und wo spielst du am liebsten? Hinten oder vorne? Nice, nice. Ja. Ja. Geschrieben. Sehr schön, kreativ. Also ich war leidenschaftlicher Hobbykicker, aber seitdem ich diesen Film gemacht habe, kicker ich kaum noch. Das ist ganz interessant, aber wenn, dann vor allem hinten. Okay. Obwohl vorne, ich habe jetzt gelernt, wir hatten ja mit Oke Harms, wir hatten den damals amtierenden deutschen Weltmeister, jetzt deutschen Meister im Kickern. Champions League hat er gewonnen. Ach, auch noch? Ja, genau. Ja, der ist ja der Professionellste unter uns allen. Der hat uns halt trainiert. Und der hat gesagt, das wusste ich auch nicht, die vorne sind, das sind die Helden. Du bist also kein Sturm. Held. Der Sturm, ne? Das sind immer die Helden. Ja. Immer die Helden. Okay. Aber das ist doch mal eine interessante Antwort auf die Frage vorhin, warum man das macht. Ich glaube, man macht das ganz oft auch, um sich von Dingen zu befreien. Du kickerst jetzt nicht mehr. Und ich war mal ein riesen Fußballfan, bis ich einen großen Fußballfilm gedreht habe 2006. Und seitdem gucke ich keinen Fußball mehr. Das ist wirklich, man befreit, man macht Film dazu und dann kann man auch abschließen. Ja, oder man hat sich halt irgendwie 1000 Stunden am Stück damit befasst. Aber dann ist es auch wirklich gut. Dann ist es wirklich gut und dann kann man was Neues machen im Leben. Das ist schön. Ja. Wow, richtige Ratschläge, wie man seine Probleme löst. Apropos Ratschläge. Wahnsinn, okay. Sarah Lisa, was kann man bei dir lernen? Was man bei mir lernen kann? Ja, das steht hat sie hier. Doch gerade gemacht. Weiß ich nicht. Ich durfte ja gerade an der Filmeiche relativ viel unterrichten. Ah, du unterrichtest? Ja, und ich glaube, ich hoffe, dass die Studenten irgendwas gelernt haben. Ja, also irgendwie Filme machen vielleicht oder weniger Angst haben, obwohl ich so viel Angst habe, sowas. Du unterrichtest in Produktion oder in Regie oder Schauspiel? Genau, oder? Sowohl in der Produktionsklasse als auch in der Regieklasse unterrichtet und genau. Wow, Wahnsinn. Ja. Kommst du klar mit den ganzen Persönlichkeiten in dir? Es ist tatsächlich nur eine einzige. Okay, Wahnsinn, unglaublich. Jorgas oder Daniel? Ja, hier fragt ein Gast. Das haben wir ja heute schon ein bisschen aufgegriffen, das Thema. Die Filmlandschaft in Deutschland ist sehr männerdominiert. Was denkst du darüber? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Naja, ich würde mir natürlich wünschen, dass es anders ist. Und nicht nur als Frau, dass ich gerne hätte, dass mehr weiße Frauen jetzt auch Filme machen dürfen, sondern ich würde mir tatsächlich mehr Diversität wünschen in alle Richtungen. Ich glaube, das ist auch wirklich das, was alle unsere Projekte zusammenhält, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Ich würde mir einfach wünschen, dass alle Leute Platz haben, weil es so wahnsinnig spannend ist, unterschiedliche Geschichten zu hören. Und die Geschichten werden nur dann unterschiedlich, wenn die Leute unterschiedliche soziale Herkünfte, unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Hautfarben haben. Und das ist, glaube ich, so das wesentliche Ding auch für uns. Mehr Diversität. Wow. Und haben wir das gut hingekriegt heute? Wir haben so viele Länder hier vereint. Stimmt. Ja. Wir haben ungefähr 10 Länder hier. Ja. Ein Applaus dafür, oder? Ja, ich finde auch. Also. Gut, ich habe noch eins. Ja? Und zwar für euch beide. Was sind die Auswahlkriterien für Drehbücher und Produktionen von euch? An beide gerichtet. Das Drehbuch muss einen fesseln. Ne? Also ich meine, das Ding ist, bei den letzten Drehbüchern habe ich immer selbst mitgeschrieben. Oder zumindest entweder den Boltzmann habe ich selbst geschrieben, Ebbe und Flut habe ich nicht geschrieben, aber die Idee kam von mir und halt dieser Austausch war total bereichernd. Aber halt, was man liest und es fesselt einen, ist ja wie mit einem guten Buch, ne? Merkt man ja. Finde ich auch. Absolut. Ich stimme dir voll zu. Es ist nur so, man muss erstmal dahin kommen, dass jemand das Drehbuch liest. Mhm. Also mir geht es in letzter Zeit so, ich weiß nicht warum, aber wir haben gerade wahnsinnig viele Bücher auf dem Tisch und schaffen es nicht, die zu lesen oder uns wirklich zu beschäftigen.
Und ich weiß es selber noch nicht genau, bei mir geht es ja auch oft so, dass ich will, dass das jemand liest und dann liegt das da ein halbes Jahr rum. Ich weiß nicht, was man machen muss. Ich überlege, ob ich jetzt mal anfange, vegane Kekse zu backen und die so mitzuschicken bei Förderanreize. Also ich glaube, man muss irgendwie noch ein bisschen mehr haben, damit überhaupt die Bücher gelesen werden. So, aber meine, ihr beide habt das ja ziemlich gut geschafft mit euren Projekten. Oh. Also hast du gute Kekse gebacken, oder? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen so dranbleiben, Wadenbeißertum, pertinent sein, damit überhaupt, ne, damit man überhaupt dahin kommt, dass die Leute das Buch lesen. Also das ist immer so ein bisschen auch mein Problem. Aber habt ihr den Fickelfuchs nicht auch komplett ohne Geld gemacht? Oder? Ja, aber irgendwann sagen die Leute ja auch, ich weiß nicht, das 15. Projekt ohne Geld. Aber der war komplett, also der war eigentlich selbstfinanziert. Ja, wir haben den, genau, und der hat auch ein Crowdfunding gehabt und war auch dann ansonsten noch genauso investorenfinanziert und mit vielen Sponsoren und mit ganz vielen Leuten, die uns geholfen haben. Aber ja. Aber so klein war es doch nicht. Irgendwie 70.000. Wie viel habt ihr für Crowdfunding bekommen? Ja, insgesamt hat er ein Budget von 136.000. Ja, also ich finde schlecht, oder? Genau. Aber das muss man halt. Aber ohne Förderung. Das ist komplett ohne Förderung. Das ist schon nicht schlecht. Genau, und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ach und so. Zwar, ja, und zwar, oh, ich freue mich. Es geht ja darum, um neue Ideen und junge Filmemacher. Ach so, ja. Genau, ihr habt eure Sachen schon erzählt und jetzt kommen wir zu noch zu den ganz jungen, ja, Unerfahrenen. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt des Abends. Ja? Mhm. Den größten war natürlich schon mit euch beiden. Nochmal Applaus für euch beide. Ja, ihr habt ja jetzt schon den ersten Schritt in diese Welt, also auch schon den zweiten und dritten Schritt wahrscheinlich auch schon geschafft in diese Filmwelt hinein. Und wir wollen natürlich jungen Talenten auch nochmal eine Chance bieten. Und jetzt gehe ich mal ganz spontan ins Publikum rein und werde jemanden hier auf die Bühne zu uns holen. Und der oder die hat dann 60 Sekunden Zeit, uns einen Film zu pitchen. Was ist Pitchen für diejenigen, die noch nicht wissen, was Pitchen ist? Genau, die müssen in 60 Sekunden erzählen, um was es geht in dem Film. Und sozusagen Interesse für uns wecken. So. Genau, dann haben wir hier auch gleich live zwei Juroren, ja, die ihren Senf dazugeben können. hol dir noch so Martini. Ja, zwei. Eine gute Idee. Gut, ich freue mich, komm, gehen wir mal rein, wa? Ja. So, ich guck mal, wer ist denn da? Ich habe gehört, wir haben jemanden. Komm du doch mal. Ja. Ach, ist das aufregend. Hallo, wer bist du denn überhaupt? Hey. Guck mal, stell dich mal. Also, ich bin der Loris. Hallo, Loris, David. Freut mich. Hi. Hallöchen, Janis. Ich geh mal alle grüß durch. Grüß dich mal, lieber. Hi. Schön. Hi. Hallo. Loris. Hey. Hi. Katrin. Freut mich. Freut mich, guck hier mal, zu hier sein. Ist eine Marke. Hier ist eine Marke. Perfekt. Ja? Loris, wo kommst du her gerade? Ich komme aus Berlin. Ich bin gerade vom Musikmachen hierher gekommen und bin Schauspieler hier. Bist Schauspieler? Ja. Ja. Super. Und du pitchst jetzt einen Film. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man ins kalte Wasser geschmissen wird, aber irgendwie lernt man als Schauspieler, ihr werdet mir das sicherlich bestätigen können, das immer wieder aufs Neue zu tun. Und ich wage das jetzt einmal. Ich habe das gar nicht wirklich vorgehabt. Aber habe ich jetzt die 60 Sekunden? Warte, ja, mal, warte mal, ich guck was? Mal hier, also schön hinstellen, fünf? Bitte. Ich an. Hier. Drei, so, okay. Zwei, eins und go. Okay, also mein Traum ist, einen Film zu machen von einem Protagonisten, der Musiker sein möchte und während des ganzen Films gar nicht merkt, dass er die ganze Zeit Musiker ist und in all dem, was er tut, singt und rappt und Hip-Hop und Pop und Rock macht etc. Und das Ganze ist wie eine Playlist, natürlich gekoppelt mit einem echten Live-Album. Und zwar fängt das mit der Geburt an, die Suche nach dem Glück, dann plötzlich im Leben sein, die Liebe, die Freundschaft, die Freude, der Bruch der Freundschaft, dann der Sturm, die Verletzung, die Heilung, das Wiederaufstehen, das Verbinden, dann die Freude, die Feier, die Ruhe, der Frieden und dann alles wieder von vorn. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und sogar nur 50 Sekunden. Wow. Du hast noch 10 Sekunden. Ich hab noch 10. Du könntest noch irgendwas machen. Ich kann, ja, ich rap euch was spontan vor. Weil da ist ja auch Musik drin, weil das soll Musik sein, die das Herz berührt. Zeit läuft leider. Ja, ich bin sofort schnell. Ich bin so schnell.
Drei, ja, ja. Zwei, okay. Eins. Ich nehm's als Countdown. Oh. Ja, es raubt dir den Verstand. All die Träume von den Dingen, die du kannst. Alle Siege und Verluste der Familie so verwandt. Alle Triebe und das Böse und die Liebe in der Hand. Es heißt, alle Wege sind gewählt, doch du forderst dieses Schicksal neu heraus. Keine Angst mehr vor Veränderung oder wenn es dich bewegt. Du hast gelebt und das ist alles, was du brauchst. Leute werden reden, die Geschichten neu erzählen, aber spüren oder fühlen, dass du brennst. Du wirst fliegen, du wirst fallen, dich im Sämtlichen verlieren, solange bis du dich am Ende doch erkennst. Alles, was du suchst, ist immer wieder Glück. Was immer du auch tust, es bringt dich immer wieder an denselben Ort zurück. Dort wird es wieder gut und niemand hält dich auf, niemand sagt dir, wer du bist. Was immer dich auch ruft, du findest dieses Lied vom Glück. Applaus für Lovis! Danke für die Überzeit. Ja. Hol dir doch noch zuerst mal einen Drink und du brauchst ja auch noch dein Feedback. Ja. Ja, richtig. Ich hab wirklich. Sit, komm doch mal hier rein. Erst. Dann kann ich die Kamera auch sehen. Sehr gut. Also ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Aber ich möchte unbedingt mit dir arbeiten, nachdem ich das gesehen habe. Das ist so, ich finde es voll toll, aber ich genau, habe es noch nicht ganz verstanden. Dann ist es das Beste, was ich erreichen konnte mit diesem Pitch. Dankeschön. Wuhu, toll. Ganz bewegt. Merci. Ja, und ich bin nicht so der größte Musical-Fan, aber das hat mich überzeugt. Und ich glaube, es braucht halt mehr so auch mutige Musical und halt die Idee, sich irgendwie quasi schon von der Geburt bis ins hohe Alter zu rappen. Da bin ich überzeugt. Aber ja, wie heißt er denn? Oder sie? Sie. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber im Moment ist es noch ein Er. Aber vielleicht ist es auch eine Sie, aber genau das ist auch das Thema. Ich glaube, das wird... Vielleicht wechselt es sogar. Ja. Das gab es auch noch nie, mitten im Film. Das morpht, ich weiß es ja, nicht. Ja, ja. Gerne, sag. Das ist noch so frisch. Ich war in unglaublich vielen Kurzfilmjuries im letzten Jahr. Ich weiß auch nicht genau, warum. Mhm. Und da wurde sehr viel Geschlecht gewechselt. Ah, okay. Also es ist gerade ein großer Trend und vielleicht... Es gibt auch sogar schon einen Musical-Film, wo das Geschlecht gewechselt wird. Ach ja? Ja. Wie heißt der? Habe ich vergessen. Aber gibt's? Also, ich bin einfach ehrlich. Es ist im Moment... Angry Inch. Ich bin total beeindruckt, dass es die ganzen Sachen gibt, weil irgendwie habe ich da auch ins Universum so eine Antenne rausgeschickt. Aber das ist ganz egal. Also das ist auch das, was man ganz schnell lernen muss. Man darf nicht gucken, was es schon gibt, sondern eigentlich so die Art, wie man die Geschichte erzählt. Das ist ein Mann, ist, ich weiß es. Es ist ein Mann. Ich bin offen immer für neue Ideen, aber in dem Fall, dieser Protagonist ist ein Mann. Und er wandert durch das Leben und begegnet sehr vielen Frauen und Männern und allen möglichen Lebewesen, da bin ich mir sicher. Also man kann all die Diversität auf jeden Fall zeigen. Also ich finde, du bist absolut im Zahn der Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und wir machen jetzt weiter. Genau. Ja, die Zeit läuft. Kannst du mir gerne hier das Mikro geben? Dankeschön. Kannst du einen Drink mitnehmen? Zum Wohl. Prost auf dich, Loris. Nochmal Applaus für Loris. Loris. Guck mal, ich gebe dir sogar das Mikro mit. Dann darfst du dich hier reinsetzen, ja. Dankeschön. Weil wir kommen nämlich jetzt zum Schluss bald. Genau. Ja, mein Lieber, ich finde ja, so eine Show muss ja auch immer irgendwie so eine Art Tradition haben. Das ist ja auch langweilig, wenn du keine Tradition hast, weil du musst dich ja irgendwie profilieren. So wie in einem Film, du brauchst ein gutes Treatment, du brauchst irgendwas, was jetzt stark ist, was einen Aufhänger hat, so. Und was ist das jetzt bei uns? So, wir haben jetzt hier starke, wundervolle Gäste gehabt, die wirklich interessant sind, die wirklich schlau sind und unsere Filmwelt auch wirklich hier prägen und weiterhin prägen werden, worüber ich mich wirklich sehr freue. Das haben wir gehabt, wir haben einen geilen Drink gehabt, echt gut. Danke dir. Ja. Danke. Wir haben ein interessantes Pitch-Moment gehabt. Ich glaube, das hört man auch nicht so oft. Ne? Ja. Das ist sogar ein Talent heute entdeckt worden. Und zum Film gehört doch immer so eine Art Tradition. Wie nennt sich die? Eine Filmtradition. Genau, eine Filmtradition. Und so eine Filmtradition. Na gut, das ist nicht ganz. Okay, kommen wir wieder zum Punkt zurück. Ne? Ich verhaspel mich immer so ein bisschen. Ich kann auch übernehmen so sonst. Übernimm doch einfach. Ich übernehme mal. Und zwar haben wir uns was ausgedacht. Ha! Und zwar haben wir uns was mit dem Publikum natürlich ausgedacht, außer ihr wollt es unbedingt tun. Und zwar werden wir eine Klappe schlagen. Und zwar eine Schlussklappe für unsere erste Sendung. Und auch das muss gelernt sein. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Man ist am Dreh und der mit der Klappe, der verhunzt oder so. An euch liegt es, dass ihr das besser macht. Genau. Und zwar wählen wir einen aus und der darf die Schlussklappe drehen. Genau. Klappen. Schlagen. Schlagen. Drehen. Und
Ja, mal gucken, genau. Ob er es schafft. Komm, wir gucken mal. Ja, gucken wir Weil mal. Wenn er es verkackt, dann muss er es normal machen. Ich finde, er guckt so gut weg. Ich finde das immer ein gutes Zeichen. Nee, der sieht aus wie ein Profi. Will ich nicht. Will ich nicht. Wollen Sie vielleicht die Schlussklappe schlagen? Komm, na los. Wer will die Schlussklappe schlagen? Ich finde ihn hier. Ja? Ja? Oh, nein, ja, der auch sieht, nicht. Ja, komm, na los, komm. Du siehst ja, meine Arme sind auf dem Rücken fest. Das machst du mit den Zehen. Komm, na komm. Ach. Na gut, dann nehmen wir doch dich. Komm, du siehst super aus. Du hast eine geile Sonnenbrille, du hast Stil, richtig schön hipstermäßig. Cool. Ach, das war dann natürlich Künstler. So, du trinkst sogar. Das freut einen Künstler, die Klappe zu schlagen. Ja, erstmal dein Name? Dan. Sehr gut. Ja. Erklärst du das mal, wie er das Ich erkläre es schnell, aber ich finde, wir haben noch kurz Zeit, dich auch mal kurz vorzustellen. Ja, was machst du sonst? Nun, ich studiere auch an dieser Filmart. Sehr gut. Ich wusste es doch, dass der aussieht wie ein Profi. Naja. Genau. Und, ja, eigentlich Regie, aber habe auch schon auf die Klappe in der Hand gehabt. Du wusstest es, er ist ein Profi und du kanntest ihn gar nicht. Nicht schlecht. Ja, er sieht einfach so aus. Manche sehen einfach so aus wie Profis. Was soll man da machen? Hm? Genau, dann lass uns loslegen. Ihm die Klappe bitte. Gut. Genau, und Kamera, nehmen wir die. Ja, gut. Die ist an. Die nehmen wir. Und zwar hier ins Bild, bisschen zur Kamera. Und du musst natürlich auch sagen, Panoptikum, die erste Schlussklappe. Und Panoptikum. Bitte. Panoptikum, die erste Schlussklappe. Verkackt! Was? Verkackt? Was? Nicht? Entschuldigung, verkackt? Hat er nicht. Bitte sag mal doch am Anfang, wir sind doch am Ende. Sag mal am Ende. Nee. Gut, dann mach nochmal. Danke. Wir haben noch 2 Minuten. Genau. Wir haben noch 2 Minuten und wichtig zu wissen ist, wenn er es geschafft hat, und ich glaube, er schafft es, er ist ein Profi, dann gibt es noch ein bisschen Musik. Wir nehmen noch ein paar Drinks. Und feiern noch ein bisschen. Und die zweite, bitte. Was ich falsch gemacht habe, habe ich jetzt aber nicht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Tja, so ist das beim Film, man weiß es nicht. Und bitte. Das nehmen wir mal mit für heute. Das ist beim Film, das weiß man nie. Panoptikum, die zweite Schlussklappe. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Herzlichen Dank an unsere Gäste. Panna do Sol. Und euch. Ich dachte, man sagt immer Schlussklappe, die zweite und nicht die zweite Schlussklappe. Deswegen, ich glaube, das war hier. Du hast eine Frage an. Ja, willst du mir dann? Nee. Ja, ich habe wohl vergessen, die anzumachen. Dankeschön. Total gemacht. Oh, Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Passarinho azul, venha me rever.